Hey Leute, willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Schön, dass ihr dabei seid. Und danke fürs Einschalten erstmal. Oh, ich kann ganz viel Traubensaft machen. Ja, gib mir den guten Wein. Alles klar. Das ist so krass. Leute, ich hab die Speed Potion jetzt mal gebraut. Ein paar Mal, wie ihr seht, 9 Mal in meiner Leiste. Ja, in meiner Leiste. Und das Ding ist der Hammer. Also, guckt euch das mal an. Ich bin so schnell wie auf dem höchsten Stand mit der Kacke. Das habt ihr mir auch schon geschrieben, natürlich. Ja, ich hab ja gesagt, ich brauche mal so ein bisschen, bis ich das nachlese. So, ich nehme mal hier. Was? Da. Ich nehme alle Kerzen mit. Ich mache vielleicht noch ein bisschen Weihrauch. Kann ich noch ein bisschen Weihrauch machen? Ich habe kein Bienenwachs mehr, verdammt. Ich brauche dieses rosa Zeug. Also eigentlich war egal. Ich wollte eigentlich das Gebet machen, das Bessere. Was ist das jetzt schon wieder? Brauche ich das grüne Zeug, die grüne. Ist Healing Potion oder ist es Order? Schwierig. Entweder Healing oder Order. Ja, ich habe nämlich das Grab jetzt schon ein bisschen weiter vorangetrieben. Hoppala. Und. Das ist Ordnung. Ordnung bekomme ich durch grünen Gelee oder Bienen. Habe ich noch grünen Gelee? Nee, habe ich nicht mehr. Oder durch weiße Blumen übrigens. Es geht sogar. Ja, ich mach schnell Weihrauch hier. Ja, wie gesagt, ich habe den Friedhof jetzt fast auf. Also theoretisch, wenn ich mir jetzt die ganzen Sachen reinziehe. Auf 200. Das ist alles einfach machbar jetzt nur noch. Ja. Alles klar. Ja, ich habe mich auch noch eine ganze Menge Punkte bekommen. Ich habe immer schön jede Woche das Zeug geholt. Wie gesagt, Offcam. Habe ich ja schon mal gesagt, mache ich jetzt einen Kram. Also. Jetzt ein Kram. Ich wollte jetzt teilweise offcam wegen Farming und so weiter. Ja, das reicht ja wohl. Das reicht ja wohl. Aber das ist alles ein bisschen uninteressant. Ich weiß, manche sind anders und die würden gerne alles drin lassen. Aber Leute, wenn ich jetzt... soll ich euch sagen, was ich die letzten 20 Minuten gemacht habe zum Beispiel? Ich habe die ganze Zeit verbesserten Marmor, also polierten Marmorstein gemacht. Indem ich einfach immer nur reingehe, bin ins Menü, habe meine Meißel ausgewählt. Ja, ich weiß, ihr gebt immer weniger, wenn ich das Gebet nehme. Ach, ihr Doofköppe. Und habe dann einfach einmal einen Arbeitsvorgang getätigt. Und wieder und wieder und wieder. Was? Was ist jetzt los? Das ist neu. Welch ein Meisterwerk. Oh. Ist das schon schön. Absolut umwerfende Handwerkskunst. Eure Heiligkeit. Ah, du bist es. Ich habe mich gerade umgesehen. Weißt du, einige dieser Statuen sind gar nicht mal so übel. Mhm. Kannst du eine Statue von mir machen? Für ein Grab? Sterben sie etwa? Nein, nein. Ich freue mich bester Gesundheit. Ich brauche nur ein wenig Hilfe, um meine heilige Aura weiter zu verbreiten. Oh, warte. Ich habe eine brillante Idee. Ich brauche 3 Statuen. Eine für mein Arbeitszimmer. Die eine sollte... Sollte ein bisschen größer sein und so aussehen, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Die zweite ist für die Suppenküche. Die sollte so aussehen, als würde ich Anteil am Schicksal dieser armen Schlucker nehmen. Aber auch so, als würde ich über etwas Wichtiges nachdenken. Ich gebe mein Bestes. Und die dritte stellen wir direkt vor der Kirche auf. Sie soll so aussehen, als wäre ich ein toller Typ, der alle willkommen heißt. Diese Aufgabe ist von höchster Wichtigkeit. Ohne diese Statuen können wir diese Kirche nicht in eine Kathedrale umbauen. Ach, auf einmal... Hier sind die Statuen. Ach, 3 Statuen einfach nur bauen. Ja, das geht doch. Aber ich mache die Bestattungsurkunde. Was fehlt denn hier noch? Oh, ich habe noch gar nichts hier gebaut. Sehr gut. Das ist ja super. Hier auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Soll ich jemanden wieder ausbuddeln? Oh, ich glaube, dich buddel ich mal aus. Das lohnt sich ja gar nicht. Ich muss nämlich noch die Dinger bauen. Dieses Mausoleum. Und ich glaube... Ja, komm, mach mal alles weg. Ich glaube... Oh, guck mal, der Friedhof ist genau auf 100. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich war es der Auslöser hiervon, dass er das sagt. Und Speed Potion. Roar, guck, wie schnell ich jetzt bin. Komm, ich pfeife mal auf den Kram, bevor ich das wieder alles auseinanderwurschtle. Ja. Okay, die Steine in der Umrandung, die werde ich mal wieder irgendwo hinpacken. Was ist denn hier los? Aha.
Geh auch mal weg. Ja, das lohnt sich fast gar nicht. So. Das störe ich jetzt einfach. Oh, ich habe übrigens noch gar nicht... Huh, ich habe meine Spitzhacke noch gar nicht repariert. Eieiei. Boah, das Salz brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Mal ganz ehrlich, ich habe so viel Salz in der Küche. Also damit meine ich jetzt in meiner Hütte, wo ich koche. Kein Scherz. Also meine Küche. Ja, nicht meine Küche. Da habe ich sowieso genug Salz, aber... Hier. Ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Okay, und ich habe ganz viel Wein gemacht, aber... Allerdings bin ich leider so ein guter Winzer mittlerweile. Dass da nur noch das gute Zeug rauskommt. Das gute Zeug. Warte mal. So, wieder genug Asche. Noms. Ah gut, es ist leider nicht machbar. Ja, was ablegen. Ja, vielleicht das Zeug, was ich immer für die Kirche in Anspruch nehme. Hier. So, ich habe noch Saft und ich habe noch Glaube nennt man es. Ja, Glaube. Ugh. Komm ich immer ein bisschen stottern, wenn ich das aussprechen muss? Nein, Spaß. So. Was wollte ich noch? Genau, ich wollte mal Balsamierung probieren. Machen wir gleich mal. Und das Salz. Weil ich es halt wirklich nicht brauche. Mit Salz. Habe ich nicht was? Ach, den Beerensaft. Ja, ja. Okay. Alles zu viel. Oh, soll ich euch mal meine Bienchen zeigen? Ich zeige euch mal meine Bienchen. Guck mal. So. Also die Bestattungsurkunden sind ja gut und schön, ne? Aber... Die sind mittlerweile auch nicht mehr so viel wirklich... Also nicht mehr so wirklich sinnvoll und viel wert. Schade. Ich brauche mal wieder ein bisschen Wachs, dann kann ich wieder Kerzen machen. Ansonsten kaufe ich mir das einfach beim Händler im Dorf. Alles easy peasy. Wieder ein bisschen verletzt, die blöden Bienen. Gemein gefährlich. Guck mal, ich habe jetzt aus drei Stöcken kann ich mir was rausholen. Oh, sehr gut. Sagen, warum wandert das Wachs mit? Dafür kann ich die Beeren nicht nehmen. So, habe ich dann eigentlich schon wieder genug Bienchen für den nächsten Stock? Achso, den Wein. Oh Leute, ich gebe dann auch noch Gary den Wein. Ja, da freut er sich bestimmt. So, ich heile mich erstmal. Er wollte ja silbernen Wein. Und ebenso der Inquisitor, der ist ja... Heute nicht mehr da, leider. Nächste Woche erst wieder. Soll ich jetzt weglegen? Das Bier, die Biene kommt draußen. Ja, es kostet ja 20 so einen Stock, so einen Bienenstock. Oh. So, es steckt ja in 20. Gut, hat's vergessen. Dö. Bienenwachs. Da morgen der Händler wieder da ist, nehme ich dieses Mal wirklich das Silber mit. Bis ich wieder vergesse. Es ist so gut, dass ich jetzt so schnell bin. Brrr. Ich glaube, das habt ihr mir aber ganz am Anfang schon mal geschrieben. Dass die Speed Potion irgendwann die Kacke ersetzt. Oh. Vielleicht durch die Leichenklappe. Das wäre keine gute Idee. Niemanden stören, aber... Oh, so, so. So, mal das. Die Urnen habe ich jetzt schon wieder dabei. Warte mal. Ich wollte noch ein bisschen Dünger machen, aber irgendwie... Ich habe nicht das Zeug dazu. Hier. Nee. Doch hier. Spitzendünger. Ach, ich brauche Torf. Sag das doch. Da ich keinen Torf mehr habe. Warte mal, ich wollte auch mal so ein bisschen einbalsamieren probieren. So, was macht das jetzt? Oh, es gibt minus rot und minus weiß. Na gut, dann lasse ich das wohl erstmal.
Erstmal das Nützliche, weil... Ja, was soll ich sonst machen? Ich kann nicht mehr machen mit der Leiche. So. Tag ist bald rum und dann können wir wieder in den Ort. So, voll gut. Oh, begraben vielleicht mal. Ja. 99er Friedhof. Oh, Sekunde mal. Habe ich denn jetzt schon 12 weiße Urnen? Nee, leider nicht 9 gerade erstmal. Braucht 12 für den Superfriedhof. Aber warte mal, ich schreibe mir das vielleicht mal auf. Denn, brauche... Oh, wo haben wir es denn? Marmorne Urnenhalle, dafür brauche ich... Was ist das denn? Hier, warte mal. Marmor Urnenhalle, schreib es mir auf. Marmor Urnenhalle, dafür brauche ich... viermal poliertes Marmor. Büste. Ja gut, Schnitzelstück Marmor. Zwei Büste Silber. Oh, neue Leichen. Und 12 Porzellanurnen. Alles klar. Ich schreibe mir das jetzt immer auf, Leute, sonst werde ich nämlich irgendwie nie zu Rande kommen. Eine neue Leiche. Jetzt mal gucken, was die so kann. Na, was sind deine Tricks? Oh Gott. Nee, lass mal, die nehme ich auseinander. Die verbrenne ich, weil ich brauche ja eh noch ein paar Urnen, habe ich gesagt. Aber die Knochen brauche ich ja auch. Das weiße Pulver. Die Haut. Ich nehme einfach alles raus jetzt. Außer das hier. Ich glaube, das habe ich doch für gar nichts gebraucht. Das Herz kann ich nämlich hier zum Malmen in der Maschine. Oder zum Malen besser. Die Schädel kann ich dann später vielleicht nutzen für den Beschwörungsraum oben. Mal sehen. Und verbrenne. Oh. So. So, den Schädel tun wir hier hin. Das heißt, können wir gleich jetzt zum Malmen. Oder zum Malen. Die Eingeweide auch und die Knochen sowieso. Dann haben wir das auch wieder. Aber ich will ja, wie gesagt, versuchen, die Kirche auf Vordermann zu bringen. Den Friedhof meine ich doch, Quatsch. Die Kirche ist ja schon. Silber. Besser Staub. Ach, und einen Wein habe ich jetzt. Genau, mein Freund. Hier, gib ihm Wein. Oh, ich schmecke nicht, aber er fühlt sich definitiv alkoholisch an. Saat, jetzt werde ich schon wieder depressiv. Bis später. Ach, das war's schon. Na toll. Ist ja eine große Hilfe. Einfach alles wegsaufen und dann Depri sein, oder wie? Das ist so gut. Guck mal, wie er abgeht. Ach, die selber eine Geschichte. Huch. Die unendliche Geschichte. Ich werde auch meinen ganzen goldenen Wein jetzt verkaufen, meine ich, oder? Die Death. Oh, ich habe nicht mal genug Trauben. Aber ich habe bestimmt genug für Bier. Oh nein, ich brauche noch Weizen. Wo brauche ich auf einmal wieder Weizen? Ja, unglaublich. Ach genau, ein Torf. Torf, Torf, Torf. Die Aufschlange nicht mehr gemacht. Wäre wieder ganz gut.
Gut. Geht also ein bisschen schnell verfahren immer. Muss ja, sonst dauert das ewig, wenn man sich hier aufhält. Oh, mein Trank ist weg. Ja. Aber ich hab nachlegen. Noch zum Nachlegen. Ah. Gut. Ah, warte, ich brauche noch weiße Blümchen, fällt mir gerade ein. Ich mache mal goldenes Bier. Was denn sonst? So, weiße Blumen, wie gesagt, zum Auseinandernehmen. Dann kann man daraus wieder Rohstoffe gewinnen für Alchemie. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal raus hat. Oh, ich habe ein bisschen viel von dem gelben Zeug. Vom Lebensextrakt. Weiße Blumen sind, glaube ich, für Ordnungszeug. Warte mal. Oh, da. Da. Hier ein Platz, ja. Weiße Blumen. Und ich muss in die Stadt übrigens doch das Silber verkaufen beim Händler. Aber irgendwie hat der leider nichts mehr. Warte mal, ich kann mir die Handelserlaubnis vielleicht noch holen. Hier sind noch ganz viele Balken. Hier weiße Blumen. Da. Sehr gut. Hier brauche ich eigentlich auch gar nichts. Nehmen wir uns mal lieber so ein bisschen mehr mit. Oder vier reichen ja auch. Oder? Die gelben habe ich für noch gar nichts gebraucht übrigens. Also die roten sind für die Beete. Die weißen hier für Alchemie. Ah. Was wegwerfen. Ja. Ja, und die gelben sind für nichts. Wie gesagt, die kann man einfach zerlegen oder sonst was mitmachen. Voll gut. Wie schnell ich halt die ganze Zeit bin. Ja. Die Kacke beeinflusst jetzt halt auch nicht mehr so wirklich. Man rutscht halt nur noch leider. Nicht rutschen. Ja, das Fleisch. Machen wir noch eine weiße Urne. Oh, hier. Gibt sogar noch blaue Pünktchen. Oh, ich habe doch schon hier so viele. Wow, ich bin so ein Dödel. Ich habe schon längst genug für ein Marmor-Dings da. Aber ich brauche halt erstmal Marmor, nicht wahr? Ja. Ich habe so das Gefühl, dass der Esel gleich wieder kommt. Aber das geht jetzt so schnell. Wenn ich jetzt mit der Geschwindigkeit darüber renne, dann pace ich wie so ein Verrückter. Beichten, beichten. Nö. Keinen Beichten. So, das brauche ich noch. Oh, ich muss schon wieder schlafen. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Aber wenn man die ganze Zeit rumpäst, dann geht auch einfach die Zeit vorbei wie nichts. Weil man muss nicht mehr so darauf achten, wo man hinläuft. Man kann einfach super schnell irgendwo oder überall hinlaufen sogar. Oh, ich habe noch eine Blume übrig. Gut. Nehmen wir die mit. Ja, manchmal, glaube ich, behält man die Ingredienz hier und verwendet oder verbraucht sie halt gar nicht. Auch zum toten Pferd. Oh, jetzt habe ich die Handelslizenz nicht dabei. Na, egal. Oh, da ist der Esel, wie ich gesagt habe. So, guck mal hier. Brrrt. 2 Gold. Und hier auch noch. Das ist nicht so viel, aber der goldene Wein, den brauche ich eh nicht. Aber das ist schon krass. Der gibt 100 Energie und 30 Lebensenergie. Das ist mal auf jeden Fall was wert. So, und der Kerl will übrigens 3 Marmorbüsten haben. 3 goldene. Der Priester. Moin. Der Esel. Ich lauf da nicht drüber, das rutscht alles wieder nur.
Oh, die ist aber schlecht. Die ist aber schlecht. Ich lasse die mal liegen. So, ich will jetzt nämlich erstmal darum kümmern, den ganzen Marmorkram zu machen. So, das war das, was ich euch zeigen wollte, nämlich ich habe nur Marmor verarbeitet hier. Ja. Guck mal da. Nur polierten Marmor. Das habe ich nämlich die ganze Zeit so gemacht. Bin hier drauf, musste bis runter scrollen, habe ich das hier gemacht mit dem Meißel. Und das Rinse and Repeat die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ätzend so ein bisschen. Wirklich ätzend. Achso, warte, der kann man hier machen, den Meißel. Boah, wo ist denn der goldene? Oh. Stahlmeißel? Hä? Achso, das ist der Eisen und das ist der Stahlmeißel. Ah, alles klar. Aber kann ich mir da einen goldenen jetzt machen quasi, hä, wenn ich Glück habe? Ich meine, was soll denn das? Warum? Warum hat er dann keinen Stern mehr, wenn ich den hinkriege? Sehe ich nicht. Ja, es ist halt wieder Silber. Immer noch Silber. Immer noch Silber. So ein Humbug. Der jetzt auch Silber, wenn ich Glück habe, ha? Ne, der bleibt Kupfer. Oder Bronze. So Aschmann. Leute, so Aschmann. Da brauche ich wieder Politurpaste. Wo kann ich die machen? War das hier? Nee. Hier auch nicht. Am Töpfer. Der Keramikschüssel. Wo kann ich denn Politurpaste nochmal machen? Ah, die war doch hier eigentlich am Holztisch, oder? Ja, da. Öl und kleine Schalen brauche ich dafür. Ja, ich weiß, ich muss gleich schlafen gehen, aber ich habe jetzt keinen Bock. Ich bin alt genug, um das selbst zu entscheiden. Danke. So. Ja, einfach alles wieder fies wegtickt, ne? Oh, das ist super Bier. Super Bier, super Bier. So, ich habe mir ganz viel Öl gemacht, beziehungsweise gekauft bei dem Vogel da in der Wildnis. Was ist denn das? Da sein. Ja. Warte mal, ich habe noch ein paar Büsten, je nachdem was bei rauskommt. Ich brauche sowieso zwei silberne für die Marmorurnenhalle. Was habe ich denn aufgeschrieben? Poliertes Zeug. Warte mal. Machen wir gleich nochmal. Oh, Politur. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe nochmal pennen erst, sonst werde ich wieder. Ich bin jetzt eh schon mit dem Malus gestraft, von daher. Ja, ist halt doof irgendwie mit den Meißeln. Ich kapiere das nicht so ganz. Vielleicht habe ich den Handwerker schon genommen. Den Perk. Schmiedekunst. Was haben wir denn da? Kampfkünste. Ach, man sieht es halt nicht, was dort noch steht. Ingenieur. Metallarbeit von Exposition. Schmuck sieht besser aus. Okay. Soll ich das verstehen? Aber Kunst, warte mal. Meine Kunst sieht besser aus, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Unter Kunst verstehe ich ja sowas wie Büsten. Allerdings ist es immer so eine Krux, wenn ich jetzt zum Beispiel was Schlechteres herstellen will. Es wird komischerweise ein bisschen kompliziert dann, weil ich kann ja automatisch dann nur noch das Bessere besser machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, vielleicht nicht. Ich auch nicht so ganz. Für mir selbst ein Mysterium. Hey, ihr wisst, was ich meine, oder? Also zum Beispiel jetzt Wein, wenn ich dann nur gute Trauben habe, kann ich halt keinen schlechten Wein mehr herstellen von bronzener Qualität oder Silber. Geht einfach nicht. Weil ich wieder ganz schlechte Trauben für. Jetzt habe ich die beiden Meißel. Ja, mal gucken, ob ich da jetzt den Mama so ein bisschen was rauspickern kann.
Ja. Das seht ihr, jetzt kann ich zum Beispiel die silbernen machen. Ach, so viel Glauben? Na, eine Bronze, eine super. Top. Warte mal. Ingenieurwesen, was stand da? Schnitzereien und Schmuck sehen besser aus. Ach komm. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ach, schon wieder Bronze. Oh, seht ihr? 80. Also es gibt doch einen Bonus. Und schon wieder Bronze. Was? Ich hab doch einen Bonus, du Schwein. Du Schwein. Gibt's ja gar nicht. Oh. Mal aus Wut einen Schluck trinken. Glück habe ich noch ein bisschen Glaube übrig. Jaha, nee. Hab ich jetzt schlecht, Esel. Hab die Wut. Ich hab ganz schön gut dezimiert, ne? Ich war bei. Ich hatte eigentlich voll die Betten. Da. Mal das weg. Eis. Jedes Mal so viel Zeug braucht hier. Na komm, gib mir was Silbernes. Ja. War nur zwei Silberne. Ja. Gut, und jetzt soll ich mir nochmal dieses Werkzeug zu machen. Guck mal, jetzt ist der. Oh, ich brauche noch ein paar. Wo war das? Ne, es war auch hier. Wow, ich brauche halt schon wieder Glaube. Warum mache ich alles Glaube? Mir ist doch egal, ob ich glaube oder nicht, aber ich glaube, ich brauche die Linsen. So, Sekunde. Das kommt weg. Und das war's. Ne, die passte noch. Gut. Ich meine, ich kann mir gleich einen silbernen machen, das ist gut. Aber wenn ich mir einen goldenen machen will. Da steht halt kein Stern davor. Ist das ein Bug oder ist das wieder. Ah, nee, ist doch kein Bug. Also ist ein Bug, dass man es nicht sieht, die Anzeige. Jetzt würde ich noch drei goldene machen für den Kauz. Fünf braucht es wieder. Gib Gold. Ja! Drei Stück. Geht auch kaputt, der Meißel. So wie die anderen. Die schlechten. Ja. Wo ist er? Ja, der geht wirklich kaputt. So ein Scheiß. Aber macht ja nichts. Hab ja jetzt alles. Geil. Gut. Also, die Linsen brauche ich auch nicht mehr. Glauben lasse ich hier. So, was brauche ich mal für die Urnenhalle? Polierter Marmor. Vier Stück. Oh Mann, Moment. So, vier Stück polierter Marmor, ja? Ich nehme gleich mal acht. So. Zwei silberne Büsten. 12 Porzellanurnen. Oh, heute ist Inquisitortag. Da muss ich den Wein bringen, auf jeden Fall. Kann man jetzt auch mal machen, wenn ich da schon bei bin. Wein hier zu verschenken. Gut, und jetzt. Marmor- und Urnenhalle. Das sieht auch nicht gerade viel prunkvoller aus als die andere. Aber vier Felder, ne? Dann kann ich die da oben gar nicht hinstellen. Ja. Hier ist gut. Und minus 10. Ja, ist klar. Was gibt es jetzt, wenn sie fertig ist? Bin gespannt. Leute, seid gespannt. Achtung, Achtung. Oh, 20. Alter. Ihr habt nur 12. Was passiert, wenn ich die jetzt abreiße? Ich mach's das mal lieber nicht. Nehm stattdessen lieber mal. Ey. Manchmal springt es einfach als weiter, ne?
Nehme ich stattdessen lieber eine Gebetsbank, damit geht der Friedhof bestimmt auch massiv hoch. Ich nehme lieber die beiden. So, machen wir Grabsteine. So, und jetzt Leute, jetzt habe ich den Friedhof ratzefatze auf Maximum. Pass mal auf. Pass auf. Pass auf. Ja. Ist so gut, ne? Ich bin die ganze Zeit auf Topspeed. Nee. Hier, es gibt drei. Ich will aber den geilen Kram. Was? Ein polierter Stein. Ein bisschen schäbig. Ah, hier genau. Oh, einfach nur normaler Marmor brauche ich dafür. Oh, das ist aber blöd. Ich lieber Kreuze, oder? Das hat deutlich mehr Sinn. Ich finde, das macht mehr Sinn, wenn ich einfach nur Kreuze mache. Die geben 5. Und die meisten meiner Leichen haben ja gerade mal 5 bis 7 oder so. Ja. Gut, haben wir. Ansonsten muss ich mir nochmal Marmor holen gehen, das ist echt blöd. Ja, ich hab's mir gedacht, kann ich wieder am Arbeiten, ist er wieder müde. Platz, wir haben noch Platz. Wunderbar. So, wie gesagt, passt mal auf jetzt, wie schnell mein Friedhof auf Maximum ist, auf 200, also über 200. Aber die Urnenhalle ist schon ziemlich gut. So, du zum Beispiel hast noch... Hallo? 3. Oh, jetzt habe ich halt 4, ne? Oh, die kann ich noch erforschen. Nice and Stein. Nice and Stein. So. Beichten. Beichten. Silberne. Das ist ja nett. Ich muss ein bisschen hinmachen. Es wird bald abends, aber es geht ja. Ich bringe schon den Wein, das Forschen kann ich immer wieder machen. Egal zu welcher Uhrzeit. So, nie mit leeren Händen, ihr wisst ja Bescheid. Nie mit leeren Händen gehen. Na, na. Durch die Kacke, das schmiert. Passt doch, siehst du? Der Wein ist bestimmt auch schon wieder... Ja, natürlich ist der wieder fertig. Das geht so schnell mittlerweile. Mit dem Superdünger. Inquisitor! Welchen Wein willst du überhaupt? Ich habe Silbern dabei. Wow, die wollen 10 Silbern... Arschgeigen, ne? Ja, vergesst das mal. Habe ich jetzt leider doch nicht euren Wein dabei. Aber das meinte ich, jetzt brauche ich wieder silberne Trauben. Ernte ich die mal ganz schnell und mir dann später silberne davon. Könnte natürlich auch wieder goldene rauskommen, wenn ich den Dünger reinhaue, ne? Das Problem. Da seht ihr, alles Gold. Das gute Traubengold. Jaha. So. So. Und so. Und so. Ich habe so viel goldene Trauben. Und Kerne halt vor allem. Herr Esel, ich bin viel schneller als du. Komm mal. Brrr. 10 Weinen wollen sie also. Naja.
Das Problem ist, ich bin schon Kältermeister, also ich kann jetzt auf jeden Fall den Wein viel besser keltern. Heißt, also ich bekomme da auch wieder ganz schwer bronzenen Wein raus, wie schon erzählt, ne? Ist halt nicht leicht. Toll. Hat die keiner mitgeschleppt. Geh doch! So, ja, ich weiß, ich muss schlafen, ist mir wurscht. Ist mir alles egal. Ich muss auch noch die Hacke reparieren, fällt mir immer noch ein. Eieiei. Wäre ich jetzt wieder los, ne? Ich wollte nämlich noch ein bisschen Marmor hacken gehen. Holzkeile? Ja. Ah, was? Ah, guck mal, kann ich auch aus Kreuzen und so weiter. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich oben noch Marmor, ob ich oben noch Keile habe übrigens. Ich kann ganz kurz pennen. Oh, und da ist auch schon mal ein Speedbuff vorbei. So, mit ganz kurz mache ich wirklich ganz kurz. So, lege ich nämlich das wieder unten rein fürs Feuern. Vielleicht kommt der Esel mal wieder zwischendurch. So, Marmor. Oha. Das schluckt ganz schön Energie. Oh, ich habe auch wirklich. Hack ich da wirklich zweimal auf. Warte mal. Wow, oh, ich krieg wirklich zwei Platten auf einmal raus. Das ist schon heftig. Gleich bin ich wieder müde. Na, wirst du müde? Wirst du? Nee. Oh, ich auch noch Zeug. Hefe, Kalkstein. Das hat immer noch nicht ganz für was ich das brauche. Wahrscheinlich gleich für irgendwas. Warte mal. Damit könnten wir halt wieder das Buch kaufen, glaube ich. So. Da seht mal, wie schnell ich jetzt darüber gerannt bin. Ich bin wahrscheinlich schneller, als der Cooldown fertig ist. Hoffe ich. Wäre ganz nett, wenn ich es dann so beweisen könnte. Wie flott man damit in Wirklichkeit halt ist. Also zumindest im Dorf, aber ich werde nicht bis zum Leuchtturm kommen. Ist cool am Ende. Nee. Ich habe gar keinen Platz frei. Ja, das ist nicht so wichtig. Muss ich es doch nicht beweisen, weil ich werde erstmal ein paar Sachen abladen. Aber den Friedhof, den kriegen wir heute noch auf Vordermann, ich sage euch das. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Da. Forsche ich jetzt nämlich mal die Teile.
So. 5. Spinnst du? Also mir ist klar, dass das richtig viel kostet mal wieder. Wow. Ja. Fettpunkte. Geil. 180. Passt. Oh, soll ich? Oh, Torte. Ich glaube, da braucht nichts mehr als... Also ich habe nichts mehr, was nur eins braucht. Naja. Dillin, dillin. So, wie gesagt, es ist schwierig jetzt noch schlechtes Zeug herzustellen. Aber ist ja egal. Aber ist das Buch? So frech mit dem anderen Buch für 50 Silber, ne? Ich finde das frech. Aber wisst ihr was? Ich kaufe mir einfach beim Gastwirt jetzt den Wein. Der hat auf jeden Fall silbernen. Ach, eine Leiche. Komm mit. Silberner hier. Boah, der kostet 2 Silber. Ein bisschen dreist, ne? Der wird halt immer teurer. Der hat am Anfang, glaube ich, 1 Silber irgendwas gekostet. Habe ich mal halt nächstes Mal noch einen, dann ist es gut. So, bis morgen müssen wir den Friedhof fit haben, Leute. Das muss jetzt ein bisschen flott gehen. Moin, Esel. Moin. Ja. Klar, aber das noch. Ah, Platz ist noch auf jeden Fall. Los. Soos. Dann haben wir eine Kathedrale und dann. Boah. Wir gar nicht wissen, was da noch alles los ist. Oh, warte, warte, die Leiche. Ja. Hey, vielleicht kann ich dann in die unteren Stockwerke der Katakomben, das wäre total geil. Wäre richtig geil. So, dann brauchen wir noch 2. Habe ich leider keins. Oh, hier brauche ich theoretisch nur das 5er. Ist ein bisschen crazy. Hier brauche ich einen 3er. Das hat insgesamt 6 Stück. Ja. Ich noch ein paar billige Grabsteine bauen anscheinend, ja. Ja, 2 brauche ich hier noch. Das ist so krank. Noch 2. Oh, ich hab doch 2er. Mehr als genug 2er sogar. Ja. Eine 3er Umrandung. Eine 3er Umrandung. Leider nur 4er, oder? Oh, ich habe sogar noch eine 2er Umrandung.
Da. Oder 43. Wir nähern uns, Leute. Warte, ich hole noch ein paar Leichen. Wie geht das schneller? Noch ein paar Steine vielleicht. Also Umrandung und Grabsteine. Ne. Na komm. Nee. Nicht in die Kacke. Ah, da kommt das schon. Ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit. Ja, ich muss wieder pennen. Ich geh mich auf den Sack mit dem Pennen hier. Mann. Immer dasselbe. Wäre von so ein bisschen schon geschafft. So, dann machen wir jetzt noch ein paar billigere Sachen, hä? Oh, es gibt so viele blaue Punkte, das ist so schön. So, legen wir gleich noch eine Speed Potion nach. Das kriege ich doch hin, Leute. 200 ist doch machbar. Auf jeden Fall. So, das 3, das oh. Da kommen wir mal halt wieder Glücksspiel machen. Und heute ist der Tag, in dem ich alles für die Kathedrale fertig bekomme. Warte. Ah, Mist. Das war nix. Da komm ich schnell auf den Scheiterhaufen, sonst wird's zu spät. Daumen drücken, dass es die roten sind, die weggehen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hab noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr viel. Verdammt. Komm schon. Ja. Sehr gut. Hey, ich seh Speedbuff nicht, ne? Ich sag's euch. Ja. Hauptsache die tollen Grabsteine sind drauf.
Komm schon, das schaffen wir noch. Nein. Siebzig. Oh, nein, 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 nein. 80. Ja, ich schaff's doch nicht mehr. Zeitlich. Nee. Glaube ich zu knapp. Ich hab keine Umrandung mehr. Das ist doch ätzend. Dann gebe ich ihm wenigstens noch die 3. Oh, jetzt geht das schon. Du Schwein. Ich wenigstens noch die Predigt hier. Ehehe. Wow. Das ist doch arschig. Jetzt wollte ich unbedingt auf Teufel komm raus und dann schaffe ich es nicht mehr. Ah! Du Arsch. Ich werde ein bisschen schlafen. So ein Schwein. Ich weine mich gerade voll in Schlaf. Oh, das ist scheiße. Das ist so doof. Das ist doch echt blöd, Kinder. Das gebe ich jetzt halt noch ein bisschen schneller, dann schlafe ich jetzt jedes Mal, wenn ich Energie brauche. Ja, na gut, dann schlafe ich jetzt. Nö, nee, dann schlafe ich jetzt. Jedes Mal. Ich will das diesen Part noch schaffen, Kinder. Ich werde es noch schaffen, den Friedhof auf 200 zu bekommen. Na Esel, wann kommst du? Oh. Habe ich da nichts gebacken? Ich brauche noch den Silberwein. Ja, ich kann halt nur goldenen Wein. Aber den silbernen Wein brauche ich ja noch gar nicht. Weil ich nicht mehr glaube. Aff. Das hat ein wertvoller Rohstoff, aber ich habe es halt nicht auf die Kette gekriegt, den die Woche zu machen. Aber war dann noch besser? Kann ja noch. Ja, jetzt endlich mal das Gebet machen, das bessere, oder? Ja. So, hier, jetzt kann ich mit dem Kapitel. Ah, nee, das reicht nicht, das. Ist mir zu schade, mein goldenes, glaube ich. Schriftsteller? Wo habe ich denn Schriftsteller? Bücher schreiben. Ah, okay. Bühnenautor. Aber Druckerpresse, soll ich das machen? Lohnt sich doch bestimmt nicht. Bienenfreund brauche ich auch nicht. Ich brauche die Swordmaster. Ich weiß immer nicht, was das hier sein soll. Weil ich das Perk nicht lesen kann. Holzarbeit. Bester Freund. Ah. Ja, du hast eine Nase für Edelsteine, also findest du sie öfter. Naja. Also mit Flüssigkeit 2 und 3.
Oh, guck mal, die geben... Ah, alles klar. Die sind jetzt noch potenter, die Tränke. Ach Mist, ich wollte doch die bessere... besseren Weihrauch. Oh, warte. So, Goldinjektion und... Herstellungsinjektion. Oh, sieh mal, jetzt kann ich die hier machen. Dunkle Injektion. Okay. Ja, es gibt auch mal Fettpunkte. Und geht sehr schnell. Auf Wasser und diese Glasgefäße. Ne. Das ist ärgerlich, ne? Dass ich den Friedhof nicht fertig bekommen habe. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Da. Vor allem immer Beeren und Äpfel für den Beerensaft für die Kuchen. Okay. Okay. Kuchen habe ich. Beeren, Äpfel weg. Ja, ich habe es nicht vergessen, dass ich noch den Friedhof fertig machen wollte. Ich brauche halt immer wieder ein bisschen Nahrung zwischendurch. Oh, dann können wir vielleicht endlich mal runter in die Katakomben. Ich bin so gespannt darauf, was passiert. Warte, was brauche ich nochmal für den Dünger? Wasser noch und Torf wieder. Ne, die Gläser. Ach. Die Gläser. Ach, das hier. Ach so, wow. Warum sollte ich Leichen eigentlich böse machen? Warum sollte ich das tun? Also habe ich es doch oben gelassen. Habe ich auch nicht genug. Ich verstehe es halt nicht, was das soll, dieses dunkle Injektion. Macht halt nicht wirklich viel Sinn, oder? Oder wisst ihr warum? Na, wisst ihr. Ich mach die komplett platt. Außer jetzt kommt was Gutes bei raus. Hm, ja gut, 4 geht. 4 ist okay. Oh! Ein Blitz. Oh nein! Ich halte diesen Job nicht mehr aus. Das ist alles deine Schuld. Die Neuzugänge sind furchtbar. Hey, tut mir leid, ich gebe mir wirklich Mühe, die Totenschädel loszuwerden. Aber nicht genug. Ich bin so traurig. Was habe ich getan? Tut mir so leid. Beruhige dich wieder, ich bringe das in Ordnung. Sind wir noch Freunde? Ja klar. Oh Mann, der ist wie meine Ex. Tut mir so leid, ich bin so erleichtert. Das ganze böse Juju ist jetzt weg. Bis später. Also, dummes Arschgesicht. Du machst mir gerade meine Gräber kaputt, ne? Wo ist sein Grab? Ich will ihn sofort ausgraben und wegwerfen. In den Fluss. Ohne Scherz.
Hat mir einfach meinen Friedhof beschädigt, ne? So, kein Schwein braucht eine Grabumrandung. Oh, du bist doch so ein Assi. Ja, deswegen muss ich mir doch die Werkzeuge hier bauen. Zum Reparieren meine ich. Dummer, blöder Assi. Ah, jetzt alles kaputt gemacht. Hier. Toll. Marmorkreuz. Blödes Sackgesicht. Wenn es nach mir geht, würde ich den am liebsten zur Hölle schicken, ja? Nix, Freunde. Oh, guck mal. Gut. Das ist Reparaturzeug da. Natürlich habe ich wieder ganz viel Mist dabei, den ich nicht brauche. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt endlich dann, das auf Maximum zu kriegen, bevor der Penner wieder was kaputt macht. Weißt du, dann auch gleich dann zwei Werkzeuge. Blöder, blöder, blöd, Mann. Habe ich Dreier? Ja. Schön. So, 96. 98. Und 200. Ja, ich habe einen 200er Friedhof. Oh. So, kaufe ich mir erst so ein bisschen Wein. Zur Feier des Tages für die Arschgeigen. Auf dem Friedhof, also oben am Hexenhügel. Ah ne, heute ist ja gar nicht. Heute ist ja der da. Ah. Na klasse. Ich habe leider nichts, was ich ihm verkaufen kann. Oh mein Gott, Leute, ich habe es endlich geschafft. Oh, es ist schon ein bisschen drüber über der Zeit, aber... würde ich jetzt halt immer skippen. Ich hoffe, der Typ kommt nicht wieder und macht mir Ärger da, der blöde Geist. Ich würde ihn so gerne... Ich würde ihn so gerne rauswerfen, ihr glaubt's nicht. Aber kannst du ja nicht machen, leider. Oh, dieser Jori ist total labil. Dieser Rückgrat ist unser Typ, haha. Du hast auch kein Rückgrat. Vergiss nicht, dass ich Zähne habe, klick, klack. Ach, ist der Jorik? Ach, Jorik, ich kannte ihn gut. War ein Arsch im echten Leben. Richtiger Arsch. Sei gar nicht Gary. Er war Gary. Hm. Der Torf. Besser ist, ich baue am besten noch weiter auf. Blöde Aas, ne? Wie gesagt, wir überziehen mal ein bisschen jetzt, aber macht nichts. Ist ja bald soweit. Irgendwas machen, was sehr energieraubend ist.
30 braucht das. 15. Oh, komm. Oh nein, ich hab... Wow. Ich hab gerade meine ganze Speed Potions getrunken. Oh, ist das blöd. Bin ich blöd. Na egal, ich hab genug, um mir neue zu machen, aber es ist trotzdem scheiße. Oh, ich lass die mal so im Inventar liegen und leg die nicht auf der Schnelltaste. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn das passiert. Oh. Und das passiert mir leider sehr oft. Mann. Da, habt ihr Energie verbraten. Ich hab mich ja die ganze Zeit von irgendwas hauen lassen, das ging natürlich auch. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ja. Ihr habt Zeit. Huch, habe ich schon wieder keine Energie. Das ist ja blöd. Das Dumme ist halt auch, dass die Trankdauer dann viel kürzer wird. Natürlich. Und nochmal pennen gehen. Dann ist wieder Inquisitionszeit und ich kann ihm den Wein bringen. Ja, aber ich muss mir natürlich auch noch ein paar Tränke machen wieder. Weil ich ein Blödmann bin. Wie er rennt, das ist so lustig. Ne. Wenn du mir noch einmal was kaputt machst, ich schwör's dir, Jorik. Ich schwöre dir. Du fliegst. Hochkant. Blöd Arsch. Ich nehme das gleich, wie gesagt, raus aus der Schnellleiste. Wäre ziemlich doof. Ach ja. Oh, jetzt habe ich ihn trotzdem wieder. Wie gesagt, heute ist Wein. Oh Mann, ist schon 1:10. Mann, ich wollte nicht so lang. Absolut nicht so lang. So, ich werde mal pennen gehen. Ich habe ja gesagt, die Energie bleibt immer aufgefüllt. Ohne dass ich jetzt was zu mir nehme. Ja, aber das reicht auch. Dit.
Wann habe ich dabei? Hoffe ich. Und dann geht's auf zur Inquisition. Zum Inquisitor besser gesagt. Bei einem Wein, ihr Pisspagen. Bitteschön. Nicht schlecht, das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Oder den Sie je getrunken haben. Bald werden unsere Zellen voller Hexen sein. Na toll. Wie läuft's Geschäft? Woran denkst du? Überlegst du dir, wie du mehr Leute hierher locken kannst? Einmal haben wir alte Schriftrollen verbrannt, voll nutzlosem Kram, Geometrie und so. Aber auf einer von ihnen stand etwas Interessantes. Dass wir nämlich nur Brot und Spiele brauchen, um die Menschen glücklich zu machen. Das trifft natürlich nur auf die Heiden zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne die Kirche und ohne Gebet ein glückliches Leben führt. Aber was könnte unterhaltsamer sein, als diese bösen Hexen brennen zu sehen? Mir fällt gerade nichts ein. Richtig. Aber ich hatte eine Idee. Wir brauchen Brot. Nicht unbedingt richtiges Brot. Aber Snacks und Getränke. Du bist doch Geschäftsmann. Wie wäre es, wenn du einen Stand eröffnest? Der Profit gehört auch dir. Aber was soll ich verkaufen? Na, Bier natürlich. Bier muss immer gut zu Patriotismus. Passt immer gut zu Patriotismus, wenn man etwas verbrennt. Und irgendwas mit Fleisch. Fleisch ist eine Delikatesse in der Stadt. Ich habe gehört, du kommst irgendwie günstig an Fleisch. Aber wen kümmert schon solche Details, wenn es darum geht, die Ketzer zu bekämpfen? Na gut, dann mache ich halt ein paar Burger. Exzellent. Bau das Zelt. Füll es mit Bier. Ja. Und Burger. Burger. Genau. Burger, ich verbreite die Neuigkeiten. Sobald dein Zelt bereit ist und wir eine Hexe am Start haben, bereiten wir dem Volk eine einzigartige Verbrennung. Alles klar, tschüss. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Wollt ihr so ein Volksspektakel draus machen, ha? Huh? Oh, Hopfensamen liegen hier noch rum. Hopp. Okay, der Bald ist aber wirklich Schluss jetzt hier. Da ist ja noch die Kreuze. Ja, mehr habe ich nicht mehr. Mehr kann ich nicht mehr machen. Oh, die Karotten sind schon alle leer. Interessant. Das sind aber leider 4. Oh, da haben wir noch eine 3er. Super. Fünf haben wir schon. Komm, das passt jetzt aber auch. Will nicht mehr viel machen. Wie gesagt, ich will jetzt die doofe Kapelle haben. Diesen Part. Den Wein kriegen sie nächstes Mal vielleicht. Wenn ich Bock hab. Vielleicht dann nicht. So, da werde ich natürlich wieder rüber zum Astrologen gehen und mir das Buch holen. Wie immer, ihr wisst ja, wie es läuft. Beziehungsweise, das dauert noch ein bisschen. Was machen, was viel Energie schluckt? Ein Eisenmeißel. Na, kommen wir mal noch bei Eisenmeißel. Baue ich dann eh wieder, wenn ich Marmor machen will. Marmor. So. Auge wieder blau, sehr schön. Vergesse ich jedes Mal, dass es immer so nette blaue Punkte gibt. Bald haben wir es ja. Bald haben wir es. Den Leuchtturm.
Wie viele Punkte habe ich? 103 schon wieder. Ach du Elend. Geht so schnell. Machen wir das auch mal jetzt. Wieder was? Anatomie 3. Ah komm. Oh, das haben wir doch gar nicht freigeschaltet. Na klasse. Ist jetzt egal, ich nehme alles, was kommt. Und Skills noch. Wir haben eh nicht mehr so viel. Können wir alles. Also, jetzt kommen wahrscheinlich die richtig teuren Sachen. Macht ja aber nichts. Din-din-din. Oh, ich habe ganz vergessen, mir immer das Wachs zu kaufen. Oh, der hat ganz schön viel mittlerweile. Ich habe immer noch über 2 Gold, das ist fantastisch. Fantastisch. Wie er abgeht. Das ist schön. Ich bin so froh, weil ich die Kathedrale habe. Aber das muss man mal wissen, dass es jetzt halt echt 2 Ausbaustufen gibt. Von der Kirche. So, nochmal, was kostet viel Zeit? Was kostet viel Kraft? Hier. Mhm. Natürlich braucht es wieder Glaube. Ein polierter Stein. Ja, das ist cool. Habe ich übrigens auch den Marmor gemacht. Oh. Die ganze Zeit dasselbe, weil ich gesagt hatte. Das wäre, glaube ich, nicht so spannend gewesen zum Angucken. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ich bin so happy. Wegtag natürlich noch für meinen lecker Kuchen. Achso, Backofen natürlich. Jedes Mal vergesse ich es wieder. Oh, warte, ich wollte noch Kerzen machen. Na gut, das kann ich ja jetzt noch. Morgenstund. Das ist voll der Unterschied, wenn man die ganze Zeit so schnell rennt und dann auf einmal wieder so langsam ist. Das ist schön. Es ist so schön. Ritual verfallener Leiche. Ich muss mir das nochmal irgendwie reintun, wie das funktioniert jetzt. Mit dem Leichen balsamieren und so weiter. Ich habe nur 2 Kerzen dafür, ne? Das ist schon ein sehr teures Ding hier mit der Kirche und dem Glauben. Mal wieder das rosane Zeug. Oh,
gleich ist fertig. Ich gucke die ganze Zeit ein bisschen auf die Uhr. Und es wird immer später und später und später, weil ich nicht dachte, dass eine Woche doch so lang dauert hier im Spiel. Aber offensichtlich tut's das schon. Tut. Wenn Jorik jetzt nochmal kommt, ich schwöre es euch, ne? Lass Blitze vom Himmel fahren und ihn beim Scheißen treffen, ich sag euch das. Macht ihm einfach Friedhof kaputt. Und wir sind ihm nicht mal böse deswegen, oder was? Als ich wäre fuchsteufelswild geworden, hätte er das gemacht. Da investiert man die ganze Zeit Stunden und der Arsch, der spuckt einem einfach mal drauf. Oh, ich hab's, mein Freund. Mein seltsamer Freund. Okay. Oh, warte. Hier sind die Statuen. Eure Heiligkeit, ich habe ihre Statuen fertiggestellt. Ich denke, die ist für den Friedhof die beste. Oh, sie sehen alle umwerfend aus. Habe ich wirklich so umwerfend männliche Wangenknochen? Natürlich. Ich stelle mir sofort vor dem Haupteingang auf. Sieht großartig aus. Oh, fast ist alles bereit für die Kathedrale. Der Friedhof ist fertig. Der Friedhof ist tatsächlich in gutem Zustand. Man sieht, wie viel Liebe du da hineingesteckt hast. Hattest du irgendwelche Probleme mit der Inquisition, Geister, Hexen? Ja, ich hatte ein paar Probleme. Ach, weißt du, das war eine blöde Frage. Du steckst nicht im Kerker, also ist alles in Ordnung. Vielleicht brauchen wir kein weiteres Totenschiff. Dieses ganze Gerede von Geistern ist ohnehin nur Altweibergewäsch. Dann könnte das Geld der Kirche zugutekommen. Nicht im blöden Hafen. Sehr interessant. Okay, die Kathedrale jetzt. Oh. Sein Herrenhaus. Ich hab's. Gut, sie ist so groß, dass man die Mauer der Stadt sehen kann. Lass mal. Die Wasserknappheit in der Stadt ist auch nicht besser. Oh, perfekt. Ich liebe meinen Beruf. Kannst du mal aufhören zu reden? Jetzt musst du doch ein Aristokrat sein, damit du bei der großen Zeremonie auch neben mir stehen darfst. Jetzt ernsthaft? Ich dachte, darüber hätten wir schon gesprochen, außer ihnen weiß doch niemand das. Nein, dieses Mal ist es wirklich wichtig. Okay, der redet jetzt die ganze Zeit weiter, ja? Ja, wir brauchen jemanden, der dem Königshof nahesteht bei unserer Zeremonie. Ja? Also sind wir uns einig, oder? Du brauchst ein Aristokratenzertifikat. Oh Mann, das kostet 12 Gold, ja? Und wie ich bereits sagte, wir brauchen eine wichtige Person bei unserer Zeremonie. Ich konnte sonst niemanden finden. Ja, du bist mein persönlicher Held. Vielleicht kannst du deinen Freund, den Inquisitor, fragen. Das ist nicht mein Freund. Das ist nicht mein Freund, ganz genau. Komm schon, sei nicht schüchtern, er mag dich. Kannst du mal fertig werden jetzt? Ich will noch eine Predigt halten. Also gut, ich rede mit ihm. Ausnahmsweise, ja. Ja, großartig. Also geh und hol dir das Aristokratenzertifikat und eine Zusage von einer wichtigen Person. Mach jetzt fertig. Ja, mach ich jetzt. Kann ich gehen, bitte? Und ich bereite schon mal meine Rede vor. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich sehe nichts. Da überlappt alles. Okay, komm, ich mach das schnell mal an hier ein bisschen. Heimlich. So. Ein Weihrauch. Oh, wir haben mehr so. Oh Gott, ich habe ihn noch gemacht. Kann das doch mal reichen jetzt hier. Oh, langsam mal echt ein besseres Gebet. Oh, unsere Kirche ist nicht so toll, leider. Oh, doch, es gibt sehr viel Glauben. Das ist doch toll. Okay, toll, hey. Danke, tolle Predigt. Ach, wenn er meint. Oh, jetzt gibt's Geld. Ausnahmsweise gibt es mal richtig viel Geld wieder. Gut, Leute, das war's für den Part. Er ist richtig lang geworden.
That's what she said. Ich danke euch fürs Zusehen und wäre schön, wenn ihr mir ein Like und einen Kommentar da lasst. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss.